Herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz und freue mich natürlich ganz besonders über, dass der Gästetrainer hier ist, Herbert Müller. Herzlich willkommen. Ja, Herr Müller, dann würde ich Sie mal bitten, die ersten paar Worte zum Spiel zu sagen. Ich bin überglücklich, dass wir es geschafft haben, diese zwei Punkte mitzunehmen, weil aus meiner Sicht war es in dieser Saison der erste richtige Gradmesser, weil ich denke, dass es 6, 7 Mannschaften in dieser Liga gibt, wo absolut jeder jeden schlagen kann. Man hat gesehen, wie schnell Überraschungen passieren. Sprich, Neckarsulm schlägt Leipzig, Celle gewinnt in Bad Wildungen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und ich denke, dass gerade die Spitzengruppe, die aus 6 Mannschaften, und dazu gehört auch der THC und Oldenburg, besteht, dass diese 6 Mannschaften gegenseitig in der Lage sind, egal ob auswärts oder zu Hause, sich die Punkte zu nehmen. Man hat auch das erste Spiel in Buxtehude gesehen, von Oldenburg bis zum 25-25 war da alles möglich. Heute auch noch bis weit in die zweite Hälfte alles möglich. Von daher bin ich froh, dass wir das kämpferisch dann geschafft haben, hinten raus über unsere Abwehr, über unsere Torhüter dann die zwei Punkte hier zu behalten. Das ist das Allerwichtigste. Weil ich muss so ein bisschen in diesem Jahr auch Zeit gewinnen, weil mit Iveta Lusumova und Beate Schäftknecht unglaublich Qualität erst die ersten Wochen, auch die nächsten 3, 4 Wochen noch fehlt. Und da fährst du nicht mal so unbedarft nach Oldenburg oder nächste Woche dann nach Metzingen. Von daher sind diese Punkte heute enorm wichtig und ich bin überglücklich und wünsche aber dem VfL alles Gute, dass sie in die Spur kommen und die nächsten Punkte dann heimfahren. Dankeschön, Herbert Müller. Ja, Leszek, da sind wir gespannt auf deine Worte. Ja, das war ein Spiel, wo natürlich alles möglich war, aber man merkt, dass uns fehlt leider noch diese konstante Leistung, die bei seinem letztendlich ausgeglichenen Spiel, weil wenn man bis zum Ende sehr ausgeglichene Begegnung beobachtet, dann natürlich muss man zum Schluss diese Big Points machen, wenn man gegen so gute Mannschaft gewinnen will. Und das fällt uns momentan. Also wir haben wirklich sehr gute Phase. Ich bin heute zufrieden mit unserer Abwehrleistung. Aber gleichzeitig in entscheidende Phase haben wir zu wenig positive Akzente gesetzt. Wir haben 2, 3 entscheidende Aktionen in Abwehr verloren. Wir haben 2, 3 Mal Ball verschenkt gegen so gute Mannschaft. Eben reicht das nicht, die 2 Punkte zu gewinnen. Diese konstante Leistung natürlich resultiert dadurch, dass wir, wie ich schon oft gesagt habe, im Sommer nicht gerade so optimal gearbeitet haben. Wir können mit vielen Spielerinnen auftreten und mit verschiedenen Formationen, was wir auch heute gesehen haben. Aber keine Formation, die phasenweise gut spielt, in der Lage ist, eben länger das zu zeigen. Und das war unsere Fehler. Eigentlich fragte man mich, kann man mich fragen, warum ich eine gut funktionierende Deckung 3-2-1 nach dem Halbzeit auf 6-0 Deckung umgestellt habe? Relativ schnell haben wir Antwort bekommen. Wir haben gut gespielt, diese 6-0 Deckung, wir haben sogar Führung übernommen. Warum hat man ein oder andere Spieler vom Spielplatz rausgenommen und auf andere sich verlassen? Man kann über Steffi Kaiser diskutieren, aber Karl Hartstock hat eine hervorragende Handballphasenweise gezeigt. Inga 4-NG und umgekehrt, also letztendlich, die Spielerinnen haben bewiesen, dass die sehr große Potenzial haben. Aber uns fehlt momentan das, was ich schon heute gesagt habe. Eine konstante Leistung, die wir länger präsentieren können. Und egal, wer auf dem Spielfeld ist, zeigt gute Einsätze. Und zum Schluss haben wir wieder versucht, mit Wechsel etwas zu machen. Aber leider war gegen diese routinierte Mannschaft zu spät. Litka Jakubiszowa wirft zum Schluss, glaube ich, 2 entscheidende Tore oder macht entscheidende Aktionen. Leider, unsere Torhüterinnen haben in dieser Endphase uns auch nicht unbedingt viel geholfen, mit vielleicht einer Parade, die als große Hilfe sicherlich bei diesem ausgeglichenen Spielstand großen Einfluss haben kann. Wir haben alle Würfe, die Richtung Tor gelaufen sind, natürlich. Wir haben Tore kassiert. Also es gibt viele Kleinigkeiten, aber eben die Kleinigkeiten gegen so gute Mannschaft entscheiden. Und zum Schluss leider auch die Spielerinnen, die ich eigentlich heute loben muss, wie Inga, wie Kelly, machen natürlich 1 oder 2 Fehler und das reicht gegen diese Mannschaft. Ich werde sicherlich nach diesem Spiel auch die positive Akzente suchen und wie ich schon gesagt habe, mit Abwehrleistung gegen diese gute Mannschaft kann man zufrieden sein. Wir haben leider zu wenig von dieser Abwehr profitiert und was
kaum Gegenstoß gespielt oder viel zu wenig. Wir haben ein bisschen wenig Tore durch unsere Außen bekommen, das war da, aber das war wirklich gegen diese 6-0-Deckung auf Außenposition, war wirklich schwierig etwas zu finden. Musste gegen Erfurt einfach mehr stimmen als heute. Und ich denke, dieses Ergebnis letztendlich muss man als verdienter Sieg von unseren Gästen anerkennen. Ja, danke Leszek. Gibt es Fragen seitens der Presse? Bitte schön. Eine Frage an Herrn Müller. Das Spiel war 19 Sekunden vor Spielende entschieden zugunsten von Thüringer HCE. Ich bitte, die Frage zu beantworten, warum man dann auch als Trainer ein Team-Time-Out nimmt. Das ist sehr, sehr leicht zu beantworten. Letztes Jahr wäre es fast aufs Torverhältnis rausgelaufen. Das kann diese Saison genauso sein. Darum muss man um absolut jedes Tor und 60 Minuten lang hochkonzentriert fighten und arbeiten. Und diese Situation, 19 Sekunden vor Schluss, kann ich mal vielleicht nächste Woche schon in Metzingen in einem Spiel haben, wo es dann 25-26 steht. Und dann muss ich in der Lage sein, ein 7 gegen 6, ich habe ja taktisch was geändert. Wir haben ja gegen diese offensive Deckung nochmal das 7 gegen 6 richtig geübt. So nach dem Motto, die Zeit runterspielen, konsequent erst in der letzten Sekunde über den Kreis gehen und dann das Tor erzielen. Das hatte mit dem Spielstand, dem Ergebnis, der Uhrzeit überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach nur Arbeit, die man machen muss als Trainer im Hinblick auf die Spiele, die da kommen. Okay, danke. Okay, weitere Fragen? Ich finde es so spannend, Leszek spricht mir eigentlich total aus der Seele. Die Dinge, die Leszek angesprochen hat, auf einem konstant hohen Niveau, wirklich auf einem hohen Niveau konstant zu spielen, das ist so der Schlüssel. Und so Schlüsselszenen darf man einfach nicht liegen lassen. Ich hätte eigentlich gedacht, er analysiert fast auch mein Spiel. Ich werde es meinen Mädels ähnlich sagen, wie er das gerade gesagt hat. Wir führen in der ersten Halbzeit 9-6. Du hast beim 9-6 einen 7 Meter. Den schießen wir einen Meter am Tor vorbei. Statt 10-6 geht es nachher zu 9-10. Gegen solche Mannschaften kannst du in solchen Phasen das Spiel verlieren. Dann sind wir in der zweiten Halbzeit wieder zwei Tore vorne, verschießen den zweiten und den dritten 7 Meter, verschießen einen Konter, verschießen einen freien Wurf von Manon, wo sie durchspringt, oben an den Pfosten schießt. Das sind solche Dinge, diese hundertprozentigen, er hat es so schön als Schlüsselszenen bezeichnet, die musst du viel konsequenter verwerten. Und das gilt für uns genauso wie für ihn. Ich bin nur froh, dass wir es dann trotzdem über die Abwehr und über die, aus meiner Sicht auch, zwei sehr gute Torhüter es geschafft haben, das Spiel zu gewinnen. Danke. Okay. Ja, dann sage ich Dankeschön. Wünschen dann natürlich Herbert Müller und seiner Mannschaft alles Gute. Danke. Und eine gute Heimfahrt, die ja noch lang genug sein wird heute. Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.